Willkommen zurück zu Resident Evil 3. Endlich geht's weiter. Ja, Freunde, ich hatte mal wieder so ein Real-Life-Murks. Gutes sowie Schlechtes, alles bunt gemischt und so weiter und so fort. Es ging einfach nicht. Ich brauchte mal wieder eine Auszeit. Denn wenn wir spielen, dann wollen wir natürlich aus Spaß und so genießen. Wir wollen uns ja zu nichts hier zwingen. Gerade bei diesem wunderschönen Projekt nicht, wo mir doch nahezu alles Spaß macht. Ja, auch das Musikrätsel, in dem ich so abgefällt habe. Viele von euch konnten es kaum aushalten, dass ich einfach nicht darauf gekommen bin, da mal auf Play zu drücken. Ich habe es nochmal spielen müssen. Ich musste es nochmal nachspielen, weil ich es ja nicht abgespeichert hatte. Und was soll ich sagen? Ich finde es nach wie vor nicht ersichtlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Dieses Play kommt ja auch immer erst, wenn man den letzten Sockel eingestellt hat. Davor sieht man den ja nie. Und das Schöne übrigens ist, dass sich das immer wieder verändert. Also ich habe mir gedacht, ja komm, spielst du schnell nach, guckst in deinem Part nach, wie die Kombination war. Ja, denkst du, die war schon wieder ganz anders. Finde ich sehr schön, muss ich sagen. Aber na gut. Wir stehen jetzt schon vor dem nächsten Rätsel, auf das ich schon mal sehr gespannt bin. Mal schauen, wie viele Parts wir hierfür brauchen. Der Sascha Lenz hat im letzten Part zum Beispiel geschrieben: Im Gegenteil zum Musikrätsel weiß ich beim Uhrenrätsel bis heute nicht wirklich, wie es funktioniert. Hab's immer irgendwie geschafft. Aber das mehr mit Glück als mit Können. Wie beruhigend. In dem Sinne werde ich mich jetzt da mal dran setzen. Ich habe nachgespielt, demnach muss ich jetzt nochmal die Steinchen aufsammeln, was ich gar nicht vollständig kann, weil ich hier noch einen Slot, ja, wie ihr seht, ich habe nur zwei Slots frei. Aber gut, ist doch eigentlich egal, kriegen wir auch so hin. Also wir haben hier ein Amberbon, die nehmen wir mal schnell wieder auf. Ich weiß, das habe ich das letzte Mal schon gemacht, aber vielleicht auch ganz gut, wenn wir uns das jetzt nochmal in Erinnerung rufen. Und hier haben wir Obsidian. So, und das muss jetzt erstmal reichen. Da hinten, das weiß ich noch, das war, glaube ich, ein Diamantball. Und ich meinte im letzten Part, dass die Dinger verschiebbar werden. Ich bin mir jetzt da gar nicht mehr so sicher darüber. Vor allem, die stehen ja an der Wand. Also, ich versuche es auch erst gar nicht. Ich glaube, diese Teile sind nicht verschiebbar. Was mich irgendwie beruhigt. So, beunruhigend tut mich eher dieses Rätsel hier. Wir haben hier 12 Uhr, 9 Uhr, 12 Uhr. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, so waren die Titel der Bilder. Wir haben Farben lila, da hinten ist auch wieder lila, in der Mitte ist eher weiß. Vielleicht weiß hier der Diamant, aber das könnte auch nur... Das sind schon mal so meine ersten Gedanken, aber bevor ich weiter rätsle, ich weiß, ich habe bei den Dateien ein Bild davon gehabt. Ich finde das schön, dass man die auch so ein bisschen sieht. So miniaturmäßig, da muss man nicht ewig lang dran rummachen. Dann finde ich nämlich sofort hier diese Postkarte. So. Postkarte. Picture Postcard Antique Clocks. So, auf den ist nämlich überall 12 Uhr. Die Sache ist jetzt nur die, ich kann gar nicht an der Uhr rumspielen. The following verse printed. Give your soul to the goddess. Put your hands together to pray before her. Huh. Ja, los dann, ne? Fang an, chill. Nein. Also, das Einzige, was ich natürlich machen kann, ist... ja, ich muss jetzt anfangen, die Dinger in die richtigen Schalen zu legen. Vergangenheit. Dann fange ich doch einfach jetzt mal blindlings an und ich mache dieses Obsidian da rein. So. Ah ja. Wenn ich die Obsidian da reinmache, dann ist es da auf einmal 5. Beziehungsweise die Uhr wurde um 2 Stunden zurückgedreht. Mhm. Gut, dann mache ich jetzt mal auf der anderen Seite das andere rein. Gucken, was er dann macht. Okay, dann ist es, Moment, es war eben auf 7. Da hat das jetzt um 6 Stunden nachgespult. Jetzt bräuchte ich noch irgendwie... Ja, jetzt hole ich mir mal das andere und stecke das noch in die Mitte rein. Vielleicht habe ich ja Glück, es wird um eine Stunde zurück und dann war es die Geschichte schon. Aber das wird
Das wäre mehr Glück wie Verstand. Und das ist wohl die Hände nach oben, ne? Also alles 12 Uhr, alles nach oben. Vielleicht kann man das so interpretieren. Was ist jetzt los? Oh, ich dachte schon, das Spiel hängt sich auf. Dann hätte ich aber geschrien. Das Spiel darf sich gar nicht aufhängen. Das ist ja auf der Festplatte. Mann, 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 Mann. Vor allem, ich habe ja immer noch nicht gespeichert. Ich müsste es wieder nachspielen. Hätte ich voll keinen Bock drauf. Irgendwann will ich auch mal weiterkommen. So, dann hau mal rein da. Na, schade. Okay. Die um eine Stunde nach. Ja, aber jetzt ist die Frage, wie verhält sich der Spaß jetzt, wenn die woanders reinkommen? Die um eine Stunde nach. Hier ging es 6 Stunden so rüber. Hier ging es 2 Stunden. Ich möchte mal die beiden miteinander tauschen hier. Die ersten beiden. Mal gucken, was das für einen Unterschied macht. Ich nehme das jetzt wieder raus. Damit müsste die Uhrzeit... Okay, ich mach mal weiter. Also das scheint ein interessanter Mechanismus zu sein dahinter. So, 3 Stunden. Ich mach jetzt mal... was war's jetzt? Obsidian hier rein. Ob sich das dann immer noch im 2-Stunden-Dingens bewegt oder vielleicht ist es ja jetzt so. Ja, jetzt geht's 2 Stunden in die Richtung. Okay, das ist ganz schön komplex. Okay, es hat wieder 2 Stunden. Gerückt, aber es ist in die andere Richtung gerückt, wenn ich es in die Mitte lege. Das ist interessant. Ach ja, und Vergangenheit, natürlich. Vergangenheit, deswegen geht's zurück. Nochmal checken. Ja, ich verstehe. Ich verstehe. Was ich in die Vergangenheit lege, geht zurück. Das Ding geht um 1 Stunde zurück. Und bei den beiden, da geht's vor. Bei Gegenwart und Zukunft. Das heißt, ich muss den 6-Stunder definitiv, also ich glaube es zumindest, in das erste reinmachen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Das muss da rein. Also nochmal den Kristall raus. Du da rein. Ist das wirklich richtig? Egal, das machen wir jetzt mal. Ja, rein damit ab. So, jetzt haben wir noch 4 Stunden. Jetzt machen wir hier. Vielleicht zählt es hier doppelt. Also in der Mitte 1 bis 2 Stunden und bei der Zukunft dann doppelt so viel. Dann muss ich den 2-stündigen, der wäre nämlich 4 Stunden. Also entweder stimmt das jetzt oder ich muss noch 2 und 3 miteinander tauschen. Okay, dann möchte ich euch beide mal gegeneinander tauschen. Mal gucken, ob das dann eventuell aufgeht. Also nehmen wir nochmal den Crystal. Das ist schon mal ein Ding, das macht mir mehr Spaß. Da muss ich ja kein verstecktes Play oder so oder aktivieren finden. Ja, mal gucken. Jetzt ist es aber 6 Uhr. Also das muss ja jetzt wirklich ordentlich da in die Richtung gehen. Ich glaube jetzt nicht, dass das Ding nach 5 Stunden nach vorne springt. Mal schauen. Ja, komm, komm, komm. Oh nein, es bleibt bei 11. Verdammt. Noch ein kleiner Fehler drin. Also für so viele Möglichkeiten gibt es ja eigentlich auch gar nicht, wenn ich mir das gerade recht überlege, ne? Mist. Was passiert jetzt nochmal, wenn ich... Ne, da muss doch das raus. Ja, das werde ich wahrscheinlich durch Zufall dann doch irgendwie lösen. Jetzt steht da bei 2. Moment mal, was ist, wenn ich... Es müssen überhaupt alle drin sein? Wenn ich jetzt 1 von den 3 rausnehme, kriege ich es eventuell auf 12. Moment. Nehme ich dich raus? Oh, verdammt.
Aber was ist, wenn ich den jetzt hereinmache? Dann geht's doch um eine Stunde, oder? Nicht. Dann geht's doch um eine Stunde zurück. Moment, welches waren das jetzt? Einfach mal probieren. Stopp, nein. Okay, dich nehme ich nochmal raus. Dafür den Crystal rein. Okay. Mensch, Mensch, Mensch. Ja! Aber es passiert nichts. Ach komm, müssen alle drin sein, damit was passiert. Verdammt! Aber ich bin mir sicher, dass die auf 12 Uhr müssen. Moment mal. Ich guck mich mal um, vielleicht ist ja doch was passiert. Da hinten zum Beispiel, was ist eigentlich mit der Glocke da? Steht mir voll im Weg. Ja. Vielleicht kann mir ja Nemesis helfen. Was war das? Oh, MT Rounds. Ja, aber ich... Nee, jetzt noch nicht. Sonst bin ich so voll und muss da ständig rummurksen mit den, mit dem Rätsel. Solange das Rätsel nicht gelöst ist. Also ich denke ja schon, dass hier was passieren muss. Die würden mich ja schon in Kenntnis setzen. Schade, es wäre ja zu einfach gewesen, jetzt hier auf 12 Uhr gut ist. Ach herrje, ich bin wieder online. So ein Mist, tut mir leid. Habe ich mal wieder vergessen. Nee, ich muss alle drei reinlegen. Ansonsten gilt 12 Uhr nicht. Dann werde ich mal die beiden miteinander tauschen. Jo, gib her. Ach, das waren die 4 Stunden. Aber egal. Nein, ich will es nicht... Ich hasse meine Rumklicke. So, du gehst jetzt mal da rein. Dann geht das Ganze auf 10. Eventuell dann 1 und 3 miteinander tauschen. Mal schauen. Ich muss doch jetzt langsam durch Zufall alle Kombinationen durchhaben, ey. Was ich bei den Rätseln abfehle, das ist faszinierend, aber ich find's toll. Stopp! Oh nein, nein. Ja, stimmt, du bist jetzt die, wo so weit geht. 4 Uhr. Toll. Wenn ich die rausnehme, dann... Ja. Nehmen wir das doch mal. Die beiden miteinander tauschen. Den Kristall dann rechts rein. Ich weiß ja nicht. Eins, okay. Und jetzt du? Nee. Okay, jetzt eins und zwei nochmal miteinander tauschen. Dann müsste es doch eigentlich haben. Es kann doch nicht sein. Ich glaube, ich habe wirklich schon jede erdenkliche Kombination ausprobiert. Das Spiel hat anscheinend auch schon keinen Bock mehr auf mein Gefälle, wenn das hier immer so lange dauert. Aber zum Glück hat das nichts zu bedeuten. So, Obsidian kommt dann an erste Stelle rein. Und du kommst da rein. Ja, das könnte sogar jetzt hinhauen. Wenn ich Glück habe. Und ruf. Ja! Jetzt aber! Oh Mann. Es müssen wirklich alle drei drin sein, ansonsten zählt es nicht. Ja, und das Teil, wir wissen ganz genau, wofür wir das brauchen. Gold Gear. Das wird jetzt schön miteinander kombiniert. Nein, es wird nicht angeguckt, es wird kombiniert. Oder es kann nicht kombiniert werden, ich muss das Goldene da oben einfügen. Nein, ich muss es... Ah, oh, das sieht doch jetzt schön aus, oder? Das haben wir toll gemacht. So, wunderbar. Jill, haben wir überhaupt noch Zeit? Ja, ein bisschen. Ach, aber ich find's toll, ganz ehrlich.
Schöne Rätsel. So, jetzt kann natürlich wieder die Hölle hier passieren. Ich hoffe nur, dass Nemesis jetzt nicht noch immer in dem Raum steht. Ich würde gerne die Kiste in Ruhe benutzen. Oh, danke, Nemesis. Danke, dass du mal von mir ablässt. Das habe ich nämlich echt nötig jetzt. So, wo war denn die Kiste überhaupt? Ich gucke lieber auf der Karte. Ist jetzt doch schon wieder ein Weilchen her. Ja, da hinten ist alles gut und da wird er mich doch hoffentlich nicht ärgern. Huh? Mann, 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 Mann. Aber leider werden wir dann dieses ach so schöne Gebäude schon wieder verlassen. War von den Rätseln abgesehen viel zu kurz, ne? So, die Waffenteile. Also ich vermute ja mal, dass ich da noch B brauche oder so. Hier mit dem Granatwerfer bin ich eigentlich ganz gut dabei. Die Frage ist nur, will ich das oder will ich nicht lieber den hier? Ach Mist, ich habe vergessen, die Munition mitzunehmen. Die muss ich jetzt natürlich noch holen. Werde ich auch gleich tun. Obwohl, ich lasse mal die Heilung drin. Die Farbbänder lasse ich auch drin. Ich würde dann gerne oben nochmal speichern. Und das Teil brauche ich natürlich auch. So. Denn da, meinst du, da habe ich noch Muni gefunden. Ich würde gerne die erstmal zerballern. Bevor ich mit dem guten Granatenwerfer hier weitermache. Okay, den Rest können wir so lassen. Tja, das könnte jetzt natürlich wieder ein Fehler sein, zu sagen, ich speichere erst, wenn ich wieder ganz oben bin. Wer weiß, was auf dem Weg dahin passiert. Aber das Risiko muss ich eingehen. Ich habe nämlich nach dem Musikrätsel noch ein weiteres Mal gespeichert, weil mich das abgenervt hat, dass ich das nochmal machen musste. Und deswegen kann ich es mir jetzt nicht noch gleich nochmal erlauben. Da muss ich wenigstens da hochkrabbeln. So, ich hoffe, da hat sich jetzt nichts verändert. Das hatten wir ja auch schon ein paar Mal. Ein Raum zurückkehren, auf einmal ist die Hölle los, nur weil das Rätsel gelöst wurde oder das Event. Aber nein, hier hat sich nichts verändert. Deswegen nehmen wir jetzt da hinten die Munition mit. So. Ja, wenn ich auf einmal richtig lauten Glockenschlag höre, dann weiß ich, dass Nemesis da unten rumgespielt hat. Und dann werde ich dort weiter können. So oder so ähnlich. Ich werde die Kraft nicht aufbringen, das Ding zu bewegen. Ich an ihrer Stelle wäre ja drüber gekrabbelt oder so. Aber nee, es ist ja unüberwindbar. So. Dann wollen wir mal. Also, wir wissen, wo wir hin müssen. Wir müssen nach oben in die. Ja, okay. Das war ja alles noch relativ überschaubar. Der Hall ist es ruhig. Okay, hier scheint erstmal auch nichts mehr zu kommen. Ich frage mich manchmal echt, was in Nemesis Kopf vorgeht. Wenn ich ihm wegrenne durch die Tür und er steht dann so betröpfelt vor der Tür und so. Stars im Spiel. Ich meine, was geht in ihm vor? Warum öffnet er die Tür nicht? Er hat es doch sonst immer so drauf. Naja, ich bin ja froh. Ich will mich um Gottes Willen nicht beschweren. Manchmal rennt er einem ja auch nach. Aber in vielen Situationen ist es halt seltsam, ne? Okay, da sind wir nun. Und jetzt habe ich auch das Recht zu speichern. Ja, das ist auch schon leider wieder das Ende des Partes. Ich weiß, 20 Minuten sind ultra kurz, ne? Aber ich bin guter Dinge, dass wir das jetzt wieder, zumindest für eine gute Weile, durchziehen werden. Wieder täglich zu spielen und dann ist es auch nicht so schlimm, denke ich mal. Ach ja, da wäre auch noch eine Kiste gewesen. Naja, egal. Sechsmal darf ich noch, aber jetzt werden wir erstmal das hier einfügen.
Ja. Wunderbar. Die Glocken läuten. Vielleicht ist ja unten jetzt die Glocke weg, auch wenn es keinen Sinn machen würde. Aber es könnte ja sein. Freunde, das erfahren wir dann wohl oder übel das nächste Mal hier. Bei Let's Play Resident Evil 3.